make your day a happy day. Schönen Abend und es geht Schlag auf Schlag nach dem Sportclub jetzt die Winz Arena live für Sie. Wir haben heute einen sehr, sehr netten Gast für Sie, zu dem kommen wir noch später. Und eines unserer Themen ist Olympia. Die ÖOK, das ÖOK hat wieder nominiert und da sind es geworden 42 Athletinnen, 64 Athleten. Das sind gesamt 106 Athleten, die zu Olympia fahren. Aber darüber sprechen wir nachher noch mit unserem Gast. Und wir machen jetzt eine kurze Vorschau auf die heutige Winz Arena. In der heutigen Sendung geht es bei uns ums Skifahren, ganz genau um Ski Alpin, um die Olympia-Nominierungen. Wir berichten wie jedes Wochenende vom Naturbahnrodeln und blicken voraus zum 8. Austria Skitourenfestival. Und jetzt in der Sendung Nina Ortli. Winz Arena haben Sie vor sich und ich freue mich jetzt auf unseren Gast. Sie kommt aus Lech und heißt Nina Ortli. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du da bist. Nina, erste und wichtigste Frage, wie geht's dir? Danke, es geht mir aktuell wirklich gut. Ich bin total fleißig beim Training, auch auf Ski. Und ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder dabei bin. Sind wir auch zuversichtlich. Nina, Riesenverletzung im Training von Crans-Montana. Genau. Ein richtig schwerer Sturz. Das Knie war eigentlich oder ist eigentlich kaputt gewesen. Hast du das schon gespürt, dass da mehr ist als nur ein Seitenband? Ja, leider war mir das ziemlich schnell bewusst, dass einiges kaputt ist. Ich habe keine Verbindung mehr zum Unterschenkel gehabt, den habe ich nicht mehr bewegen können. Und aufgrund der Vorgeschichte, vielen Verletzungen im Vorfeld, habe ich schon ein bisschen einordnen können, dass es wirklich eine schwere Verletzung sein muss und hat sich dann leider bestätigt. Bin nach wie vor auf dem Weg zurück, aber wie gesagt, aktuell fühle ich mich gut und bin zuversichtlich, dass alles wieder zu seinem Alten finden wird. Kreuzband, Innenband, Patellensehnenriss. Also wie du sagst, eigentlich alles, was kaputt gehen kann. Operiert wurdest du dann, also mit dem Hubschrauber abtransportiert und operiert in? Ich bin immer in Schruns beim Dr. Schenk operiert worden. Das ist mein Vertrauensarzt. Ich habe leider schon mehrere Operationen hinter mir, war fast immer bei ihm und ich würde jedes Mal wieder hingehen. Hoffe zwar, dass es keine weiteren Eingriffe mehr braucht, aber da habe ich mich sehr gut betreut gefühlt. Herr Dr. Schenk, ein guter Arzt, aber wir hoffen, du brauchst ihn nicht mehr. Genau. Das wäre jetzt schon mal ganz wichtig. Nina, wenn man jetzt von dieser Verletzung ins Spital kommt, man wird operiert, dann ist der erste Schreck, sage ich mal, weg. Der Schock lässt nach, man liegt danach der OP im Bett. Wie kann man sich das vorstellen? Was geht da im Kopf von einer Sportlerin wie dir, wo Spitzensport macht, vor? Einerseits die Traurigkeit wahrscheinlich, dass man verletzt ist, andererseits ein bisschen Wut, dass es passiert ist. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist schon unglaublich in unserem Sport, wie schnell sich vor einer Sekunde auf die nächste eigentlich sein Leben verändern kann. Man sieht es immer wieder leider im Skiweltcup, wie schnell wirklich Unfälle passieren. Und so ist es bei mir gegangen. Ich war top in Form, ich habe mich gut gefühlt. Und das war im Endeffekt ein bisschen mein Fehler. Ich habe mich an dem Tag zu gut gefühlt, ich habe das Ganze ein bisschen unterschätzt und dann eigentlich mit zu viel Risiko angelegt, obwohl es nur Training war. Und das ist mir dann zu Verhängnis geworden, dass ich eigentlich zu hohes Risiko genommen habe. Oft sagt man, okay, man braucht Selbstvertrauen, wenn man angreift, das ist die beste Verteidigung. Aber das war an dem Tag wirklich zu viel Angriff. Und dann ist mir leider die schwere Verletzung passiert. Und dann im Krankenhaus realisiert man das. Man geht dann natürlich immer noch vom Besten aus und hofft, dass alles schnell heilt, alles gut heilt, macht sich dann einen Plan, wann ist man dabei. Und zu dem Zeitpunkt war ganz klar der Plan und mein Ziel, die Olympischen Spiele. Und das war dann irgendwo für mich in Ordnung. Ich habe gewusst,
das kann ich schaffen. Und es war aber dann heuer doch schwierig, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht ganz so weit, wie ich gern wäre. Mhm. Wenn man jetzt da nochmal zurück auf diese Verletzung, Papa, Mama, Geschwister wahrscheinlich, wo man sich schon ein bisschen halt und mal ausweinen kann. Ja, natürlich ist die Familie wirklich total wichtig und haben immer meinen Rücken gestärkt. Aber ich habe auch im Trainerumfeld sehr viel Unterstützung gekriegt, auch vom Physiotherapeuten. Und da bin ich schon dankbar, dass viele Leute hinter mir stehen. Meinhard Datschel, auch ein Name, der ja nicht ungeschrieben ist. Er hat ja dazu mal Anna Veit schon zurückgebracht und du arbeitest auch mit ihm. Genau. Da meine ich, ein sehr erfahrener Trainer, der hat nicht nur die Anna zurückgebracht, sondern hat auch alle Erfolge davor schon mit der Anna feiern können. Er hat viel Erfahrung und seit ein paar Jahren, eigentlich seit dem Karriereende jetzt von der Anna, leitet er das Projekt Back to Race. Und das ist eine super Sache, weil natürlich die Trainer, meine Gruppentrainer, natürlich mit den anderen Athleten auf Rennen sind und dadurch haben sie dann wenig Zeit, wirklich das Programm mehr individuell zu machen. Und der meine, der hat die Erfahrung und hat ein brutaler, gutes Fingerspitzengefühl. Und das macht das Ganze schon aus, dass man da dann wieder erfolgreich, glaube ich, zurückfindet. Man hat es heuer, glaube ich, jetzt auch bei einigen Athleten gesehen, dass es gar nicht so leicht ist, wieder zurückzukommen. Wenn man sich jetzt an Nicole Schmidhofer angeschaut hat, am Anfang hat man oder sich selber auch das Gefühl gehabt, das geht schon. Aber dann sieht man erst mal, wie viel eigentlich dazu gehört. Die ist nicht ohne Grund davor schon Weltmeisterin geworden und hat auch die Kugel im Abfahrtsweltcup gehabt. Das heißt schon, dass sie Erfolge gehabt hat, dass sie Skifahren kann. Und da sieht man dann, finde ich schon, dass eben der Weg zurück schwieriger ist, wie es von außen oft scheint. Ja, und er sagt da auch, es braucht einfach Zeit. Zeit ist das Wichtigste bei diesen Verletzungen. Und vor allem, wenn man im Speed fährt, so wie du oder eine Nicole Schmidhofer, dann braucht es vielleicht noch mehr Zeit. Und wie du schon gesagt hast, das Fingerspitzengefühl. Und das hat er aber in dem Fall wirklich. Ja, meiner Meinung nach hat er das wirklich. Und er hat sehr viel Wert aufs Freifahren gelegt, was mir sehr wichtig war. Und das habe ich in der Vergangenheit schon oft versucht, viel einzubauen, weil man wirklich übers Freifahren sehr viel auch Skikilometer sammeln kann, verschiedene Radien, verschiedene Geländeübergänge, auch mal Pistenpräparierungen, die man vielleicht im Rennen gar nicht so hat, wenn es gar nicht perfekt präpariert ist, wenn schon ein paar Spuren drin sind oder leichte Knollen vor der Piste da sind. Auch im Gelände waren wir unterwegs und ich habe das Gefühl, er macht es sehr gut und ich fühle mich auch wirklich gut betreut und wohl mit ihm. Fühlst du dich auch schon wieder wohl auf den Skiern in dem Fall? Absolut. Es macht wieder richtig viel Spaß auf die Ski. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile auf die Ski sein darf. Und, ja. Das heißt aber auch, dein Traum vom Weltcup-Comeback zu Olympia oder bei Olympia, das hat leider nicht stattgefunden, wurde dir leider verwehrt. Genau. Es hat leider ein bisschen länger gebraucht, wie ich mir eben im Vorfeld erhofft habe. An dem Tag meiner Verletzung habe ich mir gedacht, da bin ich wieder dabei. 12 Monate später werde ich das schaffen. Hat länger gebraucht als erhofft, aber dafür fühle ich mich jetzt gut. Und unser Ziel ist schon, langfristig erfolgreich zu sein. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Verletzungen gehabt, bin immer wieder schnell zurückgekommen. Und wir möchten es jetzt verhindern, dass weitere Verletzungen passieren, dass ich wirklich stärker bin, stabiler bin und dass ich dann die nächsten Jahre, ich bin jetzt 25, denke ich, werde mal mindestens noch 8 Jahre. Genug Zeit. Genau. Fahren, habe noch Olympische Spiele, wo ich noch dabei sein kann. Und da hat dann die Vernunft ein bisschen war dann stärker als die Emotion. Und ich glaube, das war der richtige Schritt. Definitiv der richtige Schritt, glaube ich auch. Und wo geht der nächste Schritt jetzt hin? Was ist das Ziel in diesem Winter, in dieser Saison für dich? Mein Ziel ist nach wie vor, dass ich heuer noch Rennen fahren möchte, Weltcuprennen fahren möchte. Und das erste Rennen nach den Olympischen Spielen ist Gran Montana, der Ort, an dem ich mich verletzt habe. Aber auch der Ort, wo ich eigentlich meinen ersten Podestplatz im Weltcup feiern habe dürfen, ist eigentlich einer meiner Lieblingsstrecken. Und das ist aktuell das Ziel, dass ich da wieder dabei bin. Da wünschen wir dir natürlich alles Gute und hoffen, danke, dass das klappt. Ja, und wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbung, bevor wir zurückkommen zu Nina Ortlieb und sie als ganz Person bzw. sehr persönlich fragen, wie es ihr denn geht.
Make your day a happy day. Zurück in der Winz Arena und bei Nina Ortlieb. Nina, du bist eine Lecherin und bist auch in Lech in die Volksschule gegangen. Bist dann ein Jahr in die Hauptschule in Lech, korrigier mich, und bist dann ins Montafon in die Skimittelschule. Ja. Drei Jahre. Ja. Und dann gewechselt nach Stams. Also eigentlich der normale Werdegang für einen Skifahrer oder Skifahrerin. Genau. Also die meisten meiner Teamkolleginnen haben den gleichen Weg eigentlich hinter sich. Zuerst in die Skihauptschule oder die Skimittelschule und dann ins Skigymnasium. Hast aber nachher auch noch ein Studium abgeschlossen, oder? In Innsbruck. Ganz genau. Ich habe mich danach noch entschieden, nach einer Pause von 2 Jahren nach der Schule, dass ich mich gerne noch weiterbilden möchte und habe dann ein Betriebswirtschaftsstudium in Innsbruck gemacht und das hat sehr gut neben dem Sport funktioniert. Bin froh, dass ich das gemacht habe. Und man darf das dazu sagen, mit Erfolg abgeschlossen, das kann man ja schon sagen. Ja. 2 Geschwister, ein Bruder und eine Schwester, beide aber nicht im Skirennsport. Na, das stimmt. Beide gehen gern Skifahren, können gut Skifahren, aber der Wettkampftyp waren sie beide nie und sind andere Wege gegangen, aber sind zufrieden und glücklich. Ich sage jetzt einer deiner Erfolge, wenn wir kurz auf deine Erfolge kommen dürfen, das war dieser Sieg im Super-G und den schauen wir jetzt uns ganz kurz an, wenn wir nachher über deinen Werdegang weitersprechen. Nina Ortlieb am Start. Ja, war ein richtig gutes Rennen. Fühlt man das am Morgen schon? Schwierig zu sagen. Es war eine schwierige Situation für uns alle. Ich bin überhaupt erst am Tag davor angereist, weil das Hangfahren hat man abgesagt, weil das Wetter nicht ideal war. Ich war noch nie zuvor an dem Ort. Ich habe gar nicht genau gewusst, was erwartet mich, wo ich ins Bett gegangen bin. Ich habe erst in der Früh dann eigentlich präsentiert gekriegt, was heute da für Strecke vor uns steht. Und es war das erste Mal eben für mich an dem Ort. Und dass es natürlich da mit dem Sieg endet, war schon wirklich ein schönes Erlebnis. Ein richtig schönes Erlebnis. Die Wetterbedingungen haben gepasst und auch die Zwischenzeiten. Man sieht es, du warst in der zweiten Zwischenzeit schon ganz vorne. Das Wetter, Schnee, Bedingungen, fühlt man da, wenn man runterfährt? Ja, ich bin am guten Kurs, der Weg passt oder die Zeit passt? Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gut in Form. Der Speed hat gepasst. Ich habe gleich danach mal gesagt, ich glaube, im Training wäre ich nicht 100% zufrieden gewesen mit der Fahrt. Es hat Passagen gegeben, die hätte ich besser machen können. Aber in einem Super-G ist es immer schwierig, beim ersten Mal perfekt zum Treffen. Man hat eben gesehen, dass es im Endeffekt mir an dem Tag am besten gelungen ist. Das spricht schon dafür, dass das eine gute Fahrt war. Aber besser machen kann man es immer. Und ja, schwierig war es, schwierige Bedingungen und darum habe ich mich nicht gleich ganz sicher gefühlt, ob es wirklich zum Sieg reichen wird. Mit 0,07 Sekunden zum Sieg hat es dann aber trotzdem gereicht. Nein, nur 0,01. War es? Ah, ja, ja. 0,01 ist also noch, ein, vor bisschen, der ersten, noch genau. Ein bisschen knapper. Ja? Genau. Deine Erfolge, wie hat es angefangen mit der Nina Ortlieb? Du warst oder wurdest 4-fache österreichische Schülermeisterin, dann österreichische Jugendmeisterin in der Abfahrt. Dein Debüt im Europacup, dann 2013 in St. Anton, ein 7. Rang, sehr erfolgreich. Bei der Abfahrt dann einen Tag später 17. Kannst du dich an dieses Rennen bzw. diese Rennen noch erinnern? Tatsächlich kann ich mich an die Rennen sehr gut erinnern. In St. Anton ist ja fast ein Heimrennen für mich so nah. Und da war die Woche davor der Weltcup, war sehr anspruchsvoller Europacup über die Weltcup-Strecke. Sind ja schwierige Passagen mit dem bekannten Eisfall dabei. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch eigentlich wenig Abfahrtserfahrung gehabt, wenig Kilometer auf die langen Ski. Und dass es dann auf so schweren Strecke gleich mit so einer hohen Nummer auch zum 7. Platz gereicht hat, war schon ein schönes Erlebnis und war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht einmal im österreichischen Skiverband, war ich noch im Landeskader, aber aufgrund der guten Leistungen habe ich dann
in dem Alter sogar schon mit, also mit 16 Jahren, zu den ersten Junioren-Weltmeisterschaften nach Cannam da mit dürfen. Und da ist, glaube ich, ein bisschen meine Speed-Karriere losgegangen. Hast du gemerkt, das schnelle Skifahren macht mehr Spaß? Weltcup-Debüt fast ein Jahr später, nahe in Altenmarkt, Zauchensee. Im Training dann, kurz darauf, verletzt. Kreuzbandriss. Da erinnert man sich ja nicht so gerne daran, aber... Genau, es war leider auch nicht nur ein Kreuzbandriss, es war eigentlich nahezu die identische Verletzung, wie mir letztes Jahr passiert ist, auch der Patellasehnenriss, Kreuzband, Innenband, Menisken. Und darum habe ich sehr viele Parallelen eigentlich zwischen meinen Verletzungen da gehabt. Es ist schon unüblich, dass man wirklich so komplexe Knieverletzungen an beiden Knien hat. Aber ist mir passiert. Es war natürlich schön, so früh das erste Mal im Weltcup Erfahrung sammeln zu dürfen. Und dann ist man durch so eine Verletzung wird man dann natürlich wieder zurück in die Realität geworfen. Ich bin froh, dass es hinter mir liegt und dass ich das gut gemeistert habe. Hast du gut gemeistert, ja. Nach diesem Rennen, das wir gerade gesehen haben, nach dem Super-G kam ja die Abfahrt. Und da hast du um 0,05 Sekunden hinter der Lara Beramigut bist du da gelandet. Also auch ein Wahnsinnsergebnis eigentlich, was du da herausgefahren bist in der Abfahrt schon. Genau. Das war eben in Gromadana, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, habe ich sogar das Training davor gewonnen, das Abfahrtstraining. Dann in der ersten Abfahrt bin ich Sechste geworden und dann am Tag danach der erste Podestplatz. Das war schon sehr cool, ja. Und das, diesen Sieg, den hast du ja genau am Schalttag, das war am 29. Februar, wo du 4 Jahre zuvor in Sochi Siegerin der Junioren-Weltmeisterschaft wurdest. Also es sind schon so viele Zufälle, die da eigentlich auch mitspielen. Absolut. Das ist wirklich ja, ein Zufall. Im Endeffekt ist es ein Tag wie jeder andere. Aber ich habe vor einem Tag vom Weltcuprennen schon gewusst, das ist der Tag, wo ich vor 4 Jahren schon erfolgreich war. Und das hat man dann schon im Hinterkopf. Ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch und ja, spiele immer gerne mit solchen Datums herum. Wenn wir jetzt alle Ergebnisse einmal so hernehmen, was ist für dich persönlich so der größte Erfolg, den du eingefahren hast? Schwierig? Schwierig, absolut. Vom Papier her muss man natürlich den ersten Weltcup-Sieg auf jeden Fall erwähnen. Das passiert nicht oft, dass man Weltcuprennen gewinnt. Und das war wirklich ein spezieller Tag. Und ich bin froh, dass ich das vor der schweren Verletzung auch erleben habe dürfen. Und ich glaube, das hat mir im Zuge der Verletzung auch sehr geholfen, viel Motivation geben, dass ich wieder dahin zurück möchte, wieder an die Spitze möchte, dass ich davor schon mal spüren habe dürfen, warum arbeite ich hart. Und das hat mir, glaube ich, schon gut getan und auch jetzt geholfen. Hilft natürlich im Hinterkopf, ja, wenn man weiß, wo man hinkommen kann und wo die Spitze zu Hause ist oder wo man dann zu Hause sein könnte. Genau. Du hast auch sehr hart dafür gekämpft und hart dafür kämpfen eigentlich alle. Denn es ist ja ein sehr, sehr hohes Trainingspensum, das ihr eigentlich abliefert jeden Tag. Wie motiviert man sich als Athlet? Kann ich gar nicht genau sagen, was motiviert einen. Mich motiviert ist, dass ich unheimlich gern Ski fahre, dass es mir Spaß macht. Auch das der Wettkampf, das mache ich gern. Und ich weiß, es gehört da viel harte Arbeit dazu, viel Konditraining, viele Stunden in der Kraftkammer, viele Stunden auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs. Kann man die Stunden ein bisschen darlegen am Tag, was ihr so trainiert? Ich würde sagen, es sind ungefähr 5 bis 6 Stunden täglich. Sommer wie Winter? Ja. Beim Winter kommen natürlich oft, sind Skieinheiten dann oft länger, wenn man dann auch noch die Anfahrt und bis man dann wirklich aufgewärmt ist, bis man am Berg ist. Da wären es dann oft ein paar mehr Stunden, aber durchschnittlich würde ich ungefähr die 5 bis 6 Stunden pauschal sagen. Dazu kommen natürlich auch noch Regenerationsmaßnahmen, Therapie und alles Mögliche dazu. Aber ich denke, kann man grob ungefähr den Zeitrahmen festlegen. Und abgesehen jetzt von diesem Zeitrahmen und von dem Training, es kommen ja auch finanzielle Kosten auf die Eltern, nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf die Athleten zu. Wie kann man die abfangen? Ich meine, das eine ist, man geht zum Zoll, man ist bei der Polizei, da gibt es ja Institutionen, die einen ein wenig auffangen. Dann gibt es noch ein Geld, wenn man gewinnt oder 2 Dritt wird, aber das wird sich dann auch einpendeln, denke ich, in den besten 5. Macht man das über die Sponsoren? Also im jungen Alter braucht man auf jeden Fall die Eltern, die hinter einem stehen, das Ganze fördern und im Endeffekt finanzieren.
Wenn man dann den Sprung in den österreichischen Skiverband schafft, werden sehr viele Kosten vom österreichischen Skiverband gedeckt. Und das, glaube ich, zeichnet auch den österreichischen Skisport aus, dass dann eigentlich viele Athleten die Möglichkeit haben, den Sport weiterzumachen, weil eben die finanziellen Kosten ein bisschen nebenbei gerückt werden. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man Sponsoren findet und im Endeffekt holt man sich sein Geld über die Erfolge. Kommen die Erfolge, kommt das Preisgeld, werden die Verträge besser und da kann man dann, glaube ich, schon sehr gut vom Skisport leben. Aber es ist auch ein sehr hartes Geschäft, weil eben im Endeffekt wirklich der Erfolg zählt. Ist der Erfolg nicht da, ist im Endeffekt auch das Geld nicht wirklich da. Aber ich glaube, als Skisportler dürfen wir uns auf jeden Fall nicht beschweren und geht's dann schon gut. Also du redest da sehr positiv, freut mich. Aber es ist trotzdem so, wenn man das Risiko anschaut von den Skisportlern zu den anderen Sportarten, ist es eigentlich nicht sehr hoch, das Preisgeld, das man da gewinnen kann. Wenn ich jetzt sage Golf, Fußball, Formel 1, was auch immer, da liegt dann schon wirklich mehr drin. Das stimmt auf jeden Fall, gerade wenn man es mit einem Fußballer vergleicht, wenn man sich anschaut, wie viel Fußballer leben von dem Fußball. Die Zahl kann man gar nicht benennen, weil sie zu groß ist. Die Skifahrer, die vom Skisport leben, kann man auf jeden Fall zählen. Aber ich glaube trotzdem, gerade in Österreich ist es doch ein Nationalsport, dürfen wir uns nicht beschweren. Und auch als Frau gibt es dann doch wenige Sportarten, von denen man richtig gut leben kann. Und ich denke, da ist neben dem Tennis der Skisport in Österreich schon einer davon, wo man finanziell einiges erreichen kann. Reden wir noch kurz über deinen Ausrüster. Auch der ist wichtig. Die Firma Head. Du bist umgestiegen auf Head oder fährst eigentlich schon ewig Head, muss man sagen. Ja. Fährst schon ewig Head. Und der Ausrüster, von dem bekommt ihr die Ski als Skifahrer. Und gibt es da auch ein Preisgeld oder ist das eine reine Verhandlungssache? Genau, der Skiausrüster ist eigentlich mit oder der wichtigste Ausrüster, den wir haben. Ohne einen guten Ski wird es immer schwierig sein, dass man Erfolg hat. Da braucht es den Athlet und das Material, das geht Hand in Hand. Alleine kann man nicht erfolgreich sein und ich fahre seit immer schon Head. Mein Papa ist ja auch schon Head gefahren und ich bin sehr froh, dass ich Head als meinen Partner habe. Und wir haben, wenn man dann gewisse Erfolge hat, wird man nicht nur mit Material unterstützt, sondern auch finanziell gibt es dann Verträge und auch Prämien. Geht es natürlich wieder um die Erfolge, genau, wie vorher auch schon. Kommen wir noch ganz kurz zu einem deiner Vorbilder. Das große Vorbild eigentlich von dir, was du vorher schon verraten hast, das ist Bodie Miller. Warum Bodie Miller? Genau, seit meiner Kindheit war es immer Bodie Miller. Wenn man mich mit 10 Jahren schon gefragt hat, was Bodie Miller, es hat mich begeistert, wie er Ski gefahren ist, dass er immer eigentlich 100% gegeben hat. Ich glaube, jeder hat immer noch gewartet, bis der Bodie Miller im Ziel war, um sich sicher zu sein können, ob man jetzt gewonnen hat oder nicht. Selbst in der Superkombination, egal welche Disziplin, man hat ihn immer auf der Rechnung haben müssen. Und das hat mich begeistert, auch mit welcher Leichtigkeit er Ski gefahren ist. Und es war manchmal schon wirklich grenzgenial, würde ich sagen. Hast du ihn mal getroffen? Ja, ich habe ihn öfter schon auf der Skipiste getroffen oder auch mal im Hotel und habe natürlich jede Gelegenheit genützt, um ein Foto abstauben zu können. So ist es wichtig und richtig. Gibt es auch eine Dame, die ein Vorbild, von der du sagst, die ist ein Vorbild gewesen für mich? Also mein Idol war sicher immer der Bodie Miller, aber wenn man jetzt auf die sportlichen Erfolge schaut und auch vom Fahrstil, muss man natürlich als Speedfahrerin ganz klar die Lindsey Vonn erwähnen. Unglaublich, was sie erreicht hat. Und auch, da war schon sehr viel skifahrerisches Können dabei, auch von der Linienführung. Sie ist körperlich sehr ähnlich wie ich, wir sind genau gleich groß, haben dadurch ähnliche Hebel. Und da habe ich mir schon einiges versucht, von ihr abzuschauen. Ja, Lindsey Vonn ist natürlich auch eine Klasse. Absolut. Für sich. Ja, und wir schauen jetzt noch ganz kurz zurück, machen einen Rückblick aufs letzte Wochenende. Da waren die Naturbahnrodler und wir schauen nach vorne zum 8. Austria Skitouren Festival ins Osttirol. Thank you.
by only 500 of a second. Wunderbare Bilder aus dem Osttirol und am Freitag und Samstag, da ist K19 beim Skitourenfestival auf jeden Fall dabei. Und auch beim Rodeln am Samstag und Sonntag, da geht es zur Sache in Deutschnoven, da sind die Rodler dann dran und wir sind von K19 mit dabei. Ja, liebe Nina, das war es eigentlich auch schon wieder mit unserer halben Stunde. Ganz, ganz schnell vergangen. Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken für den Einblick in dein Leben. Du hast uns wirklich ganz tief hineinschauen lassen. Das freut uns. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Kraft, viel Glück und ich hoffe, wir sehen uns heuer noch bei einem Weltcuprennen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr gefreut, mit euch reden zu dürfen. Danke vielmals. Danke. Ja, wir sehen uns wieder nächsten Montag, 18.30 Uhr bei der Winzer Arena. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie sportlich.